Bonnet! Hallo, hier ist der Radfahrer. Und Fames. Und herzlich willkommen, YouTube, zu unserem Special. Ja, wir Jo. haben überlegt, ein kleines Special zu machen, weil ihr ja so toll auf Gucken Geklickt haben. Und drückt. deswegen habe ich mich dazu bereit erklärt, mal als Noob zu spielen. Der Radfahrer ebenfalls. Nicht mit dem Fahrrad, aber. Jedenfalls, wie ihr seht, ich habe zwar die L700 dabei, ich werde mich aber nur auf Diegel, Messer und Claymores beschränken. Ich habe mich mit dem Noob-Tube-Raketenwerfer alles auseinandergesetzt, Jungs. Ich weiß nicht, wie Leute damit spielen können. Vielleicht sind die auch deswegen so schlecht. Es ist der letzte Husten. Naja, du bist ganz schön gut damit. In die Fresse. So, jetzt pass auf. Daumen hat das auch noch nicht gesehen. Hier schon der erste mit der Clay geholt. Wir gewinnen das Spiel auch 4 zu 1, glaube ich. Ja, Und warte, ich messe den ersten sogar gleich. 1000 Klicks, danke dafür. Genau, danke schön, dass ihr uns fleißig mal geguckt habt. Aber was ich mir ehrlich von euch wünschen müsste, ja, ich muss jetzt echt ein bisschen rumflamen, es tut mir leid. Aber echt, drückt doch mal auf gefällt mir, ja. Ja. Bei dicken Frauen in Facebook drückt ihr auch auf gefällt mir, Auf ja. jeden Fall. Aber bei uns, ihr kommentiert nicht mehr, das wisst ihr, das tut mir in der Seele weh. Aber am geilsten wäre natürlich, wenn ihr den Abonnenten-Button drückt, ne? Genau, weil bei unserem. Naja, 1000 ist ein bisschen hoch. Ich würde sagen, bei 100 Abonnenten machen wir nochmal ein Special drauf. Wobei ich auch sagen muss, echt als Noob zu spielen, wie seht ihr hier, ich bin der letzte Überlebende. Und habe mich dann doch mal gedacht, ein Messer, naja, es ist ja ein bisschen. Die anderen Spieler fangen ja an zu weinen und so. Wobei ich muss sehr ganz schön auf meiner Haut fahren, mal als Noob zu spielen. Bei Downhill ist das ja kein Problem, weil. Keine Ahnung. Der kennt ja manche Räume in MW3 besser als sein Zuhause. Ja. Also. Ja, ich muss schon sagen, dieser Radfahrer ist schon ziemlich ein Noob. Eine Frage an dich. Wie bist du zu diesem Namen gekommen? Oh, das ist eigentlich eine ganz schön kranke Story. Ich hatte damals, was jetzt auch ein bisschen mit Noob zu tun hat, ich habe damals WoW gezockt. Oh. Ganz schweres Pflaster für mich, ja. Und meine Gildenleiterin hat immer gedacht, ich heiße Dunhill und nicht Daniel. Ja, und die hat irgendwie dann Downhill rausgehauen und seitdem nenne ich mich Downhill. Also war ich genauso bescheuert wie du. Ja, ey, genau, der Name ist genauso bescheuert wie ich bin. Hier, guckt euch das an, das ist mega geil. Er rettet nämlich genau gleich in meine Clay. Oh, was für ein Nee, hässlicher fuck, nee, Kämpfer. stimmt, ich spiele noch mit Eliminator, ja. Das war erstmal das Hauptanliegen. Ich kann euch nur empfehlen, ja. Wenn man mal so spielt, es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß. Man holt auch ganz guter Wild, es ist nur, keine Ahnung, muss ich halt auf gewisse Ebenen bekennen, ich glaube. Hattest du gerade Third Person? Nee, was? Sorry. Nee, ich kann zwischen umher switchen, wenn ich anderen zugucke. Achso. Das ist auf Xbox so. Ich weiß ja nicht, wie primitiv das Spiel auf dem Rechner ist, aber. Aber das geht hier. Ja. Und über Noob brauche ich ja nichts erzählen. Mit der Materie setze dich ja täglich auseinander. Ja, ich kenne so viele Noobs, aber abgesehen von dir, ne, können die alle noch ein bisschen was. Aber was wir uns auch gedacht haben, wir haben gerade mal. Also hier, der Fahrradfahrer hat echt mal gerade Controller angenommen und keinen Lenker. Dann haben wir uns gedacht, spielen wir nochmal eine Runde Call of Duty. MW3 auf was? Auf Dome, ja. Auf Dome, ja. Dann haben wir uns gedacht, hauen wir, denke ich mal, gleich danach raus. Ein Live-Commentary und Split-Screen auf MW3 mit Xbox. Und weil ich von Anfang an so ein Pro bin, haben wir gedacht, wir scopen gleich mal, ne? Ja, was total in die Hose ging. Ja. Ist auf jeden Fall was ganz Witziges rausgekommen. Das müssen wir aber noch machen. Darauf könnt ihr euch freuen. Aber nur, ja, wenn mindestens 10 Leute auf Gefällt mir drücken. Ja, genau. Also, es ist eure Entscheidung. Und wenn ja, ihr es nicht macht, dann machen wir es trotzdem. Und diesmal, ja, können wir es auch versprechen. Ja. Du versprichst dir ja nicht mehr. Hier, jetzt kommt der Typ. Der Typ, der ganz dreist entschärft. Guck ihn dir, ey, pass auf. Das hört man gleich. Oder ein Stern auf der Kiste. Ja, Mann, klar, das ist russische Paket. Hier, siehst du, guck ihn an. Nee. Hallo. Nee. Ey, du musst dir überlegen, man sieht hier noch, ja, bei den Chips, Fames ist aktiv. Ja, die meisten Kills könnte gefährlich sein. Könnte gefährlich sein, wie so ein Pitbull. Das sagst du ja auch nicht. Wenn du mit dem Gewicht schließt, ich geh mal in seinen Napf. Ey, nee. Das ist... Oh. Ja, für diejenigen, die sich mit der... Materie auskennen, Ninja Defuse, ne? Ey, das wollte ich auch schon machen, ja. Ich habe mich aber nicht getraut, da ich dachte, besser ich ihn einfach. Ich habe mich echt nicht getraut. Weil der wird voll in die Hose gegangen, das Gameplay hier. Ich hab's einmal im Öffentlichen gemacht bei MW3, aber sonst traue ich mich auch nicht. Das ist immer scheiße. Ich hatte auch schon einen Idioten, der wollte bei mir Ninja Defuse machen. Ja, ich hab's gehört. Naja, er scheiße ist dann wirklich, wenn du auf die Fresse kriegst und der jeder zu sehen hat, ne? Richtig. Aber das machst du, bist du der Held. Ja, ne. So eine Gratwanderung, ja. Kam jetzt eigentlich mal eine Double Nade? Ich schmeiß einmal, ich glaube nächste Runde, wenn ich wasche, hole ich echt zwei Leute mit der Nade sofort.
Also du und hier guckt er ja auch eine 3 in der Hit. Wie heißt der überhaupt? Killer KD09. Was ist das denn? Alle Klischees erfüllt hier. Oh, und ich hatte noch so ein Gameplay aufgenommen, muss ich auch noch erzählen. Auf Crash. Und da ist echt ein Typ, ich hab mir gedacht, du spielst immer als Noob, ja? Und dann ist mir auch gefallen, dass der bestimmt auch denkt, immer als Noob, weil der hat so grottenschlecht gespielt, dass ich mir echt gedacht hab, will er mitmachen? Weiß er, dass ich das machen will? Will er mich unterstützen, ja? Am Ende kann man das Spiel verloren, das ist mir schon Richard, das ist doof. Oh, jetzt warte. Stopp. Ja, man könnte sich ja sonst. Jetzt Double Nate, gleich. Double Nate, pass auf, darin, ins K, schau mit sich hin und. Ja, die haben das nicht erwartet, dass du jetzt Noob spielst, ne? Die denken sich, Famous, oh, Name ist Programm, ja. aber dann merken sie, ne, ach du Scheiße, ja. Deswegen mache ich auch erst einen Idiot. Könnte man sich eigentlich dann auch, ich weiß ja nicht, Downhill, ob man sich dann auch Mountainbike nennen kann, oder? Ich habe mich wieder bei dir noch nicht auseinander, ich will ja auch nicht zu nahe treten, das ist ja... Ja, ich hatte. Oh, guck ihn dir an. Hier, der hat auch links gehabt, Alter. Juggernaut. Ey, wenn ihr Juggernaut spielt, der könnt gleich nach Hause gehen. Das sag ich euch gleich. Ich hasse den Typ. Sowas von nach Hause gehen. Ich hab gestern Juggernaut MW3, ne? Um nochmal zurückzukommen. Ja, MW3. Ne? Bei Infiziert, ja? Spielt man wirklich Infiziert? Juggernaut gegen Zombies. Die haben keine Chance gegen die Infizierten. Nee, haben sie auch nicht. Die haben sowas in gar keine Außer Chance. Der erste Juggernaut, der ist am Arsch. Ja, das finde ich. Also, das ist. Bist du voll gefickt. Ja, aber das müsst ihr euch angucken, ey, das Ende, das ist so geil. Der hat 30 Schuss in der M4, ja, in der M4 fast 30 Schuss. Gefährliche Kugeln, ja, die auf mich einhageln und er es nicht hinkriegt. Obwohl ich keine Bombe gelegt habe, ja, obwohl er auch legen muss. Ist ja ein bisschen schwierig, wenn ich nicht legen darf. Jetzt liege ich aber, ich habe ihn schon gesehen. Was ist das, ein Geysir oder was? Nein, das sind doch die Raketenstationen. Das dampft halt nach Hause, weil die V1-Rakete, die halt losgeschickt wird, geil. In der 4 in der Story. Und was passiert, wenn du reinspringst? Bin ich tot. Nee. Ja, natürlich, es geht bis zum Boden, aber ich hab. Ne, jetzt hier, genau, guck ihn an. Jetzt stelle ich mich einfach nur hier drauf und jetzt. Nee. Und er heißt auch legal Hightech. Also der ist schon mal öffentlich gedisst. Also echt. Was ist das Wort Hightech, ja. Ey, wer kauft das heißt High-THC, der ist mir schon High. Wer kauft sich heute noch legal Hightech? Also geht doch gar nicht mehr. Jo, auf jeden Fall, das war mein Gameplay. Diddy's wird folgen. Und ja, haut rein. Ja, macht's gut.